Kamens, aufgepasst! Sie haben eine Frage, ein Anliegen oder wollen den aktuellen Sachstand zu einem Projekt wissen? Wir sind Ihr direkter Draht zur Stadtverwaltung. Kommen Sie am Mittwoch, den 29. März in der Zeit von 16 bis 18 Uhr auf den Marktplatz in Kamenz. Sagen Sie uns, was Sie wissen wollen. Die Antworten gibt es dann im Elsterwelle Fernsehen. Also, wir sehen uns am 29. März in Kamenz. Die Lausitz zu Gast in Kamenz bei der Wir 2017 vom 31. März bis 2. April. Mit rund 250 Ausstellern, die größte Handels- und Gewerbemesse der Lausitz. Mit vielen Informationen, tollem Programm und zahlreichen Live-Auftritten. Zum Beispiel Konzert- und Autogrammstunde mit Superstar Pietro Lombardi am Samstag sowie Rock und Pop mit Achim Petri am Sonntag. Für alle Kinder gibt's Samstagvormittag die Samels Junior Show. Freuen Sie sich auf die Wir 2017 in den Messehallen im Gewerbepark Kamenz und das tägliche Messeradio Ihrer Elsterwelle live von der Wir 2017 an allen drei Messetagen. Präsentiert von der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Besuchen Sie uns an unserem Stand C107 und profitieren Sie von unserem Messebonus. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz. Die Entwicklung Knappenrodes wird am Samstag erneut diskutiert. Um 9.30 Uhr sollen erste Varianten des Planungsbüros zur Gestaltung der Verbindungsachse von der Energiefabrik in die einstige Werkssiedlung im Bürgerzentrum vorgestellt werden. Ab 13 Uhr wird es dann noch eine spezielle Planungswerkstatt für Jugendliche geben. Der Hoyerswerder Ortsteil ist 2015 in das Förderprogramm des Bundes Nationale Projekte des Städtebaus aufgenommen worden. Der Erhalt der Siedlung und die Steigerung der Attraktivität inklusive Museum sind Schwerpunkte. Bereits beim Spatenstich ist man in Hoyerswerda. Unsere Kurznachrichten Teil 1. An der Einsteinstraße in der Hoyerswerder Neustadt ist am Dienstagvormittag der offizielle Baustart für ein zweigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus erfolgt. Der Neubau auf dem Areal eines ehemaligen Hochhauses im Stadtzentrum soll innerhalb eines Jahres fertiggestellt werden. Bauherren sind Gesine und Hagen Döhl, die in das Objekt mit ihrer Kanzlei Döhl und Kollegen einziehen werden. Des Weiteren stehen eine Gewerbefläche mit 150 Quadratmetern im Erdgeschoss und zwei je 115 Quadratmeter große Vierraumwohnungen im Obergeschoss zur Vermietung. Der Neubau kostet 1,5 Millionen Euro und wird ausschließlich von Baufirmen aus der Region errichtet. Für die Umgestaltung des Kamenzer Marktplatzes läuft derzeit das Ausschreibungsverfahren. Bis Mitte April sollen dann die Aufträge erteilt werden, heißt es aus dem Rathaus. Aufgrund der jährlich stattfindenden Veranstaltungen wie dem Blütenlauf im Mai und dem Forstfest im August werden die Baumaßnahmen in zwei Abschnitten durchgeführt. Der erste geht von der Bautzner Straße 1, dem ehemaligen Winzereck, bis zum Modehaus am Markt. Er soll vom 8. Mai bis zum 17. August realisiert werden. Der zweite Bauabschnitt umfasst den Bereich ab der Marktplatzmitte vom Rathaus bis zur Rosa-Luxemburg-Straße mit dem Andreasbrunnen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 430.000 Euro. Ende April soll es zu den geplanten Maßnahmen noch eine Anliegerversammlung geben, um die Details der Durchführung darzustellen. Der Termin wird von der Verwaltung noch bekannt gegeben. Die Stadt Barnsdorf hat ihren Internetauftritt neu gestaltet. Die Homepage ist jetzt übersichtlicher. Deutlich leichter zu finden sind jetzt Freizeitmöglichkeiten und touristische Ziele der Region. Aber auch die Unternehmen der Stadt können sich präsentieren. Aktuelles aus dem Rathaus inklusive aller Anschriften und Telefonnummern runden die Seite ab.
Seit Dienstag ist die Straße am Schmelzteichgraben in Bernsdorf Sackgasse. Aufgrund des Baus eines Trinkwasseranschlusses ist die Straße voll gesperrt. Am Freitag sollen die Arbeiten beendet sein. Voraussichtlich 2021/2022 sollen die Überleiter am Lausitzer Seenland aus der Verantwortung der LMBV entlassen werden. Allerdings ist noch nicht ganz klar, wer das System übernehmen soll, erklärte Geschäftsführer des Zweckverbandes Lausitzer Seenland Sachsen Daniel Just. Geplant war, dass die Schleusen von den Zweckverbänden, die Kanäle zumindest in Sachsen vom Freistaat betrieben werden. Hier scheinen sich jedoch Probleme aufzutun. Davon unabhängig prüft das sächsische Oberbergamt derzeit die baulichen Zustände. Am Überleiter 6 zwischen dem Partwitzer und Neuwiesersee seien erste Schäden am Beton durch das saure Wasser festgestellt worden. Nach der Studie des SOB müsse entschieden werden, welche Maßnahmen im Vorfeld der Übernahme noch erledigt werden müssten, so Just weiter. Probleme gibt es ja bekanntlich viele auf der Welt. Das wurde auch den jugendlichen Darstellern der Schauspielklasse der Musik- und Kunstschule Bischof aus Hoyerswerda im Theaterstück Die geborgte Erde bewusst. Wir durften bei der Aufführung im Bürgerzentrum mal hinter die Kulissen blicken. Ich habe eine super Idee, um den Klassenzusammenhalt zu stärken. Ich werde heute Nachmittag einen Spielenachmittag veranstalten. Einen Spielenachmittag auszurichten, wird zum Anfang des Stückes für Justus zur großen Herausforderung. Anna müsste sich umziehen und schminken. Kira ist ständig hungrig und kümmert sich nur ums Essen. Luca ist neidisch auf alles und jeden, aber vor allem darauf, dass sie nicht zuerst eingeladen wurde. Und dann ist da noch Bonnie. Also ich bin halt so, dass ich komplett abwesend von der Welt bin, dass ich überhaupt nicht merke, was überhaupt um mich rum passiert, mich überhaupt nicht dafür interessiere und mir eigentlich alles egal ist, was nicht mit Internet und alles an und Technik zu tun hat. Also meine Rolle ist die, die immer auf alles neidisch ist und niemand etwas gönnen kann und eigentlich alles, was jemand anderes hat, was sie toll findet, auch haben will sofort und an sich reißen möchte. Doch keine Angst. Die Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren spielen diese sogenannten Todsünden lediglich. Naja, die Idee hatte ich eigentlich schon eine ganze Weile. Das liegt schon ganz paar Jahre zurück, weil ich da mal einen Roman gelesen habe. Und dadurch, dass ich ja in der Musik- und Kunstschule beim Herrn Bischof tätig sein darf, war es ein einfaches zu sagen, diese tollen Schauspieler, die wir da haben, die nehmen wir dazu. Wir haben auch gemeinsam an verschiedenen Szenen noch gearbeitet, die durften sich selbst auch mit einbringen. Das Tolle war eigentlich bei den Recherchen, dass die Schüler wirklich, um ihre Rolle zu verstehen, hinter die Kulissen geschaut haben. Dann eben zu gucken, wie lange ist so ein Joghurt unterwegs oder was macht diese super tolle Markenjeans. Bei Justus zu Hause sieht sich die achtköpfige Gruppe dann einen Film über die Zukunft der Erde an, bei dem die meisten jedoch gelangweilt einschlafen. In Traumszenen, die filmisch inszeniert wurden, setzen sich die Schüler schließlich aber mit ihren Eigenheiten, aber auch generellen Missständen auseinander. Ihr wisst ja, dass ich manchmal ganz schön neidisch bin. Aber woher kommt der Neid und was macht er mit uns? Das Habenwollen begann schon in der Steinzeit. Ein schönes Bärenfell, eine wohlgeformte Speerspitze, die leuchtende Schminke aus gelben, roten oder braunen Sedimenten, welche die Flussbiegung freigeschwemmt hatte, waren damals schon Objekte der Begierde. Bald ging es nicht mehr um den Verbrauch oder den Verbrauch, sondern auch um den Besitz der guten Dinge. Wir sind heute in der bequemen Situation, alles haben zu können, allerdings kann das nur ein geringer Teil der Weltbevölkerung. Wir sind inzwischen zu gedankenlosen Genießern geworden, die immer mehr haben wollen. Und das zu einem unmöglich geringen Preis und so fort. Ja, nun bin ich an der Reihe. Meine Null-Bock-Stimmung war verflogen, als ich einen Bettler am Straßenrand sitzen sah. Und da fragte ich mich, wir sind in der Lage, Kohle durch Atomkraft, Holz durch Plastik, Fleisch durch Hefe und Einsamkeit durch materiellen Wohlstand zu ersetzen. Was aber wird aus denen, die am Rande der Gesellschaft leben müssen? Sind wir nicht träge und gleichgültig geworden und ignorieren fremde Schicksale?
Ich habe beobachtet, dass immer weniger Menschen selbst ein Buch lesen. Sie konsumieren lieber Medien. Und eine eigene Meinung brauchen sie sich dann auch nicht mehr bilden. Ein Schriftsteller sagte einmal, wer keine Bücher liest, macht sich selber arm. Ich habe und hatte eine sehr große Anzahl an elektronischen Geräten. Und wenn das eine oder das andere kaputt ging oder nicht mehr auf dem neuesten Stand war, dann habe ich eben etwas Neues gekauft. Was mit meinem Elektronikmüll passiert, hat mich bis vor kurzem nicht im geringsten interessiert. Ist ja auch nur Arsen, PCB, Cadmium, Blei, Quecksilber, Chrom und Kupfer drin. Und weil es weniger kostet, es zu Hause zu entsorgen, exportiert man das Ganze zum Beispiel nach Indien. Am Stadtrand von Delhi wird der E-Schrott auseinandergenommen, sortiert und recycelt. Der Rest wird verbrannt. Die Asche kommt dann an einen Fluss, an dem Männer, Frauen und Kinder den letzten Rest von Kupfer herauswaschen und sieben. Die verbrannte Elektronikasche, die im Fluss landet, schädigt die Gesundheit der Menschheit und die Umwelt. Eigentlich bin ich schon ziemlich lange wütend und zornig. Meinen letzten Anfall hatte ich vorgestern im Bad. Da hatte meine Mutter mein Lieblings-T-Shirt nur in die Wäschetonne getan und noch nicht gewaschen, obwohl ich es ihr mindestens schon 1000 Mal gesagt habe. Und wenn ich jetzt nur aber noch einen kleinen Schritt weitergegangen wäre, hätte sich meine Wut in Gewalt verwandelt. Einigt euch friedlich, heißt es. Darüber habe ich nachgedacht. Wenn man das nicht macht, wird aus leichtem Ärger und Zorn eine rasende Wut, die sogar dazu führen kann, dass Menschen sich gegenseitig umbringen, im kleinen oder im großen Rahmen. Der Zorn aber sagt uns, dass etwas verändert werden muss. Wie man das tun kann, sagt uns keiner. Ich selbst möchte versuchen, es herauszufinden. Denn Wut macht nicht nur die Seele krank, sondern auch den Körper. An dieser Stelle beginnt im Stück ein Umdenken. Während sich die Charaktere entwickeln und später Lösungen vorstellen, wirkt auch die Aufführung beim Publikum. Denn wenn man auf die Fünft- und Sechstklässler einmal blickt, sieht man nachdenkliche Gesichter. Auch die jungen Schauspieler selbst haben sich Gedanken über die Probleme in der Welt gemacht. Die Umweltverschmutzung, ich finde das total schlimm, wenn durch uns Menschen die Umwelt verschmutzt wird, weil wir, wie man es schon sagt, wir haben die Erde nur geborgt und wir dürfen nicht sowas damit anrichten. Das finde ich am schlimmsten, Umweltverschmutzung, ja. Also teilweise kann man es beobachten, zum Beispiel bei Feiern oder so, wenn es langweilig wird, dann holen einfach alle die Handys raus. Also auf jeden Fall diese Null-Bock-Stimmung, ne? Das sieht man ja bei den Jugendlichen, dieses ewige Datteln. Man ist nicht mehr in der Lage, miteinander zu sprechen. Der Überfluss, einfach auch der Überfluss an allem. Und sich dann mal auf so ein kleines Minimum besinnen und dann vielleicht doch mal Mensch ärgere dich nicht zu spielen. Das sind einfach so die Gedanken, die uns da durch den Kopf gegangen sind. Abgerundet wird das Stück übrigens durch ein gemeinsames Lied. Die Melodie dazu kommt von Timon. Also ich habe einen Text bekommen und ich habe halt vor Zukunft mal erzählt, dass ich freizeitlich gerne komponiere. Und dann hat sie mir gesagt, hey, wie wär's, wenn du mal eine Melodie dazu machst? Dann habe ich mir gesagt, okay, das mache ich. Und das ist dann draus geworden. Spätestens jetzt ist jedem klar, diese Aufführung soll wachrütteln. Denn Probleme können nur in Angriff genommen werden, wenn man die Augen nicht vor ihnen verschließt. Schüler und 16 Bühnen. Das sind die Stichworte, die wir Ihnen nach einer kleinen Pause erklären. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen.
Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Hallo, mein Name ist Caroline Ullmann, ich spiele beim SC Hoyerswerda und wir würden uns freuen, wenn ihr uns diesen Samstag gegen den HC Burgenland unterstützen würdet. Die Handballerinnen vom SC Hoyerswerda werden freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH, wir machen das. Am Montag nächster Woche findet in Bautzen der Schülertheatertag statt. Fast 1000 Mitwirkende sind in 41 Aufführungen mit dabei. 16 Bühnen vom Deutsch-Sorbischen Volkstheater über das Gymnasium, das soziokulturelle Zentrum Steinhaus sowie das Burgtheater in der Ortenburg und das BSZ bieten Platz für die jungen Künstler und natürlich zahlreiche Zuschauer. Alle Vorstellungen können kostenfrei besucht werden. Einen Überblick zu den Veranstaltungen gibt es über einen Link auf unserer Homepage elsterwelle.de. Mit weiteren Meldungen aus der Region geht es jetzt weiter. Das Jubiläum 790 Jahre Bischofswerda ist jetzt optisch in Szene gesetzt worden. Am Oberschulstandort in der Kirchstraße haben 600 Steppkes aus der Ober- und Grundschule die Zahl sozusagen gestellt. Das ganze Jahr wird in der Stadt gefeiert. Den offiziellen Start gibt es an diesem Sonntag um 15 Uhr im Rathaus. Am Montagabend ist auf der S100 zwischen Panschwitz-Kucker und Thonberg ein Sattelzug umgekippt. Nach Angaben des 34-jährigen Fahrers kam ihm ein unbekanntes Fahrzeug mit eingeschaltetem Fernlicht auf der Mitte der Fahrbahn entgegen. Deshalb sei er mit seinem Gespann nach rechts ausgewichen. Auf dem unbefestigten Randstreifen rutschte der LKW weg und kollidierte seitlich mit einem Alleebaum. Durch die Wucht des Aufpralls geriet er mit Obst und Gemüse für verschiedene Supermärkte beladener Auflieger ins Schlingern und kippte schließlich auf die Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 41.000 Euro. Unbekannte haben am Dienstag einen Bestatter in Hoyerswerda bestohlen. Während ein Sarg transportiert wurde, nahmen die Täter eine Tasche aus dem Fahrzeug. Mit ihr verschwanden persönliche Dokumente und Bargeld. Die Schadenshöhe wird mit 350 Euro angegeben. 8.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls am Montagnachmittag in Hoyerswerda. Am Kreisverkehr an der B96 war ein 62-jähriger LKW-Lenker beim Einfahren mit einem Dacia kollidiert. Verletzt wurde hier niemand. Die Industrie- und Handelskammer informiert am 30. März im BITS der Agentur für Arbeit in Bautzen über den Weg in die Selbstständigkeit. Interessierte, die die Absicht haben, sich selbstständig zu machen oder grundlegende Informationen benötigen, um die Vorteile und Nachteile abzuwägen, sind dazu um 16 Uhr herzlich eingeladen. Experten geben Tipps über die Voraussetzungen für eine Existenzgründung, rechtliche Hintergründe und Hinweise zur Finanzierung. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten unter Telefon 03591 für Bautzen 66 14 10 oder per E-Mail unter bautzen.bitz@arbeitsagentur.de. Erfolgreich ist der Karate-Do-Verein vom traditionellen Zwönitztal-Pokal zurückgekehrt. Mehr als 660 Sportler traten hier in den Disziplinen Kata, also Schattenkampf und Kumite an. Ruth Hembinski konnte sich hier durchsetzen und errang nach zahlreichen Kata-Vorführungen am Ende den 2. Platz. Kara Nowotny konnte in der gleichen Disziplin den 3. Platz bei den Mädchen U16 erringen. Mit ihrer Darbietung zeigte sie, dass auch 14-Jährige in der Lage sind, Katas aus dem Dan-Bereich, also der Meisterstufe, zu demonstrieren, lobt Trainer Mario Adolfs.
In unserer aktuellen Ausgabe der Servicezeit Recht sollten Häuslebauer heute aufpassen. Anwalt Hagen Döhl erläutert, was bei Bauaufträgen zu beachten ist. In ihrem Ort ist etwas passiert und die Elsterwelle war nicht dabei. Dann berichten Sie doch selbst. Einfach Ihre Informationen möglichst mit einem aussagekräftigen Foto an info@elsterwelle.de senden. Wir freuen uns auf Ihre elektronische Post. Kontaktdaten bitte nicht vergessen. Familie L. möchte eine ehemalige Scheune zum Wohnhaus umbauen. Der Bauvertrag, den die Firma erstellt hat, sieht sogenannte Einheitspreise vor. Unsere Zuschauer möchten wissen, worum es sich dabei handelt und ob sie dies bedenkenlos akzeptieren können. Ja, es kann schon durchaus vorkommen, dass gerade bei so älteren Bauobjekten, bei solchen Baumaßnahmen, die so eine alte Scheune betreffen, der Bauunternehmer unter Umständen gar nicht richtig weiß, was da auf ihn zukommt von der Baumaßnahme her. Und deshalb versucht er natürlich, sein Risiko zu minimieren und den Pauschalpreis da zu vermeiden. Wenn man also damit rechnen muss, dass eventuell doch ein größerer Aufwand da ist, dann möchte man den als Bauunternehmer natürlich gerne vergütet haben. Dieser Einheitspreis bedeutet also, dass man sich eben nicht auf einen festen Gesamtpreis festlegt, sondern den dann später erst ermittelt. Und deswegen ergeben sich natürlich Möglichkeiten der Überraschung bei der endgültigen Abrechnung dann eines solchen Bauvorhabens. Wie funktioniert so eine Einheitspreisabrechnung denn? Ja, es werden die Mengen und Massen ermittelt, die da verbaut werden. Beispielsweise die Fläche einer Wand, die da gegebenenfalls zu verputzen ist. Und zwar die tatsächliche, wie sie nachher verputzt worden ist, nicht wie es ursprünglich geplant war. Und die wird dann mit dem für beispielsweise einen Quadratmeter angegebenen Einheitspreis multipliziert. Können Sie das unseren Zuschauern mal an einem Beispiel erläutern? Naja, der Vertrag sieht beispielsweise eine bestimmte voraussichtliche Menge einer Leistung vor. Nehmen wir mal so ein Mauerwerk. Da wird angenommen, dass man 200 Quadratmeter Mauerwerk verputzen muss im Rahmen der Sanierung dieses Scheunenbaus. Und weil eben da statische Probleme dann im Laufe der Baumaßnahme aufgetreten sind, vergrößert sich die Fläche der Wände, die dann errichtet werden müssen, um das statische Problem vielleicht zu lösen. Dann sind es eben nicht mehr 200 Quadratmeter, die verputzt werden müssen, sondern 300 Quadratmeter. Und wenn wir als jetzt von mir völlig wild gewähltes Beispiel 10 Euro auf den Quadratmeter wählen, dann haben wir eben nicht mehr 2000 Euro für das Verputzen, sondern 3000 Euro. Der Preis, der sich nach der Einheitspreisabrechnung ergibt, liegt also in diesem Fall alleine für das Putzen um ein Drittel höher als geplant. Und das kann sich dann eben bei anderen Positionen des Bauvorhabens dann schon ein bisschen summieren. Unseriöse Anbieter nutzen das manchmal, das kommt in der Praxis schon vor. Das teilweise sogar bei Neubauvorhaben, wo man es also wirklich eigentlich gut kalkulieren kann, dass Mengen und Massen gering gerechnet werden, damit das Angebot gegenüber den Angeboten anderer Anbieter etwas schicker, etwas günstiger aussieht, dann wird ein Einheitspreisvertrag vereinbart und am Ende der Abrechnung ergibt sich dann das böse Erwachen für den Bauherren, der dann merkt, dass die Mengen und Massen zu gering kalkuliert gewesen sind. Das kann für einen privaten Bauherrn aber sehr schnell das geplante Budget sprengen. Das ist in der Tat so. Das kann man dann schlecht übersehen. Gewerbliche Bauherren, die öfter bauen, die kennen diese Risiken, die wissen auch, wie sie damit umgehen können. Die privaten Bauherren sollten doch besser an einen Pauschalpreis denken, selbst wenn sich dann vielleicht teilweise auch mal geringere Mengen und Massen ergeben können. Aber man ist sicher, man ist im Budget, man hat eine Planung, man hat seinen Kreditvertrag mit der Bank vielleicht abgeschlossen und in diesem Rahmen kann man sich dann eben bewegen. Wenn das Bauunternehmen die Pläne gründlich prüft und wenn hier beispielsweise bei der Scheune der Bauunternehmer mal vor Ort geht, da mal vorab Aufmaße macht und ermittelt, was er dort voraussichtlich wird tun müssen, dann kann man solche Risiken auch begrenzen und kann vielleicht sogar dann eben doch einen Pauschalpreis vereinbaren und unsere Zuschauer werden dann weitestgehend vor Überraschungen geschützt. Frage und Antwort.
Wir möchten einen Bauvertrag für unser Eigenheim abschließen. Das Angebot der Baufirma sieht eine Garantiezeit von 2 Jahren vor. Ist das korrekt? Das BGB sieht für die Verjährung von solchen Mängeln aus Bauleistungen eine Gewährleistungszeit von 5 Jahren vor. Darauf sollten Sie auch bestehen, weil die kurze Verjährungsfrist von 2 Jahren eben dazu führt, dass Sie für Mängel, die erst nach Ablauf dieser 2 Jahre auftreten, und das kommt durchaus vor, Sie dann selber aufkommen müssten. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 23. März 1929 wurde der Hoyerswerder Ehrenbürger Jürgen von Wojski geboren. Die Spuren, die er hinterlassen hat, sind überall zu sehen. Schon frühzeitig war seine Liebe zur Kunst erwacht. 1955 kam er kurz nach dem Studium mit seiner Frau in die Lausitz, dem Ruf des Stadtarchitekten Ferdinand Rumpf folgend. Der hatte junge Künstler zur Gestaltung der entstehenden Neustadt aufgerufen. Seit 1969 war von Wojski Mitglied der Akademie der Künste der DDR. 1975 rief er die Bildhauersymposien im Zoo ins Leben, bei denen internationale Künstler in Skulpturen vor allem aus Sandstein schufen. 1998 zog der Künstler zu seiner Tochter nach Dresden, wo er am 30. Mai 2000 verstarb. Seine Werke finden sich nicht nur in Hoyerswerda, sondern unter anderem auch in Berlin, Cottbus, Senftenberg und Weißwasser. Die Hoyerswerda-Wojski-Stiftung kümmert sich um den Erhalt seines künstlerischen Erbes. Das Elsterwelle-Kalenderblatt. Das kreative Gestalten beginnt am Mittwoch um 9 Uhr bei der Volkssolidarität Hoyerswerda in ihrer Begegnungsstätte im Haus der Parität in der Mannstraße. Zum Klöppeltreff lädt der Kulturbund am Mittwoch in die Hoyerswerda Altstadt ein. Beginn in der Langenstraße 1 ist um 9.30 Uhr. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda gibt es am Mittwoch ab 13 Uhr wieder die Hausaufgabenhilfe. Ab 15 Uhr kann in der Kreativwerkstatt gebastelt werden. Der Spätleseverein lädt am Mittwoch wieder zum Clubnachmittag in die Bräulerbahn Hoyerswerda ein. Um 14 Uhr beginnt der Lesenachmittag, gestaltet von den Mitgliedern. Im Jugendclubhaus Ossi in Hoyerswerda ist am Mittwoch die Back AG am Werk. Ab 15 Uhr werden Buttermilchblinse auf den Herd gebracht. Um 18 Uhr startet Hip-Hop. Im Natz in Hoyerswerda am Markt lädt am Mittwoch ab 15 Uhr die AG Elektronik ein. Das Jugendclubhaus in Lauter am Lessingplatz öffnet am Mittwochnachmittag um 16 Uhr. Es ist Spielenachmittag, zudem gibt es offene Angebote. Skat und Kaffeeklatsch, organisiert vom Nachbarschaftshilfeverein in Hoyerswerda, ist am Mittwoch wieder im Plauderstübchen der AWO in der Münsterstraße 26. Es öffnet um 14 Uhr. Freizeitvolleyball kann dann ab 19 Uhr in der VBH-Arena gespielt werden. Im Cinemotion in Hoyerswerda wird am Mittwoch neben den aktuellen Streifen in der Reihe Kino für Kenner ab 18 Uhr der Film Eine feine Gesellschaft gezeigt. Im Leon-Foucault-Gymnasium in Hoyerswerda ist am Mittwochabend wieder Foucault-Elternakademie. Sie beginnt um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums und ist die letzte Veranstaltung in diesem Schuljahr. Das Thema Sicherheit im Internet, das geht alle etwas an. Und im Ernährungs- und Kräuterzentrum im Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau gibt es am Mittwochabend wieder den Treffpunkt Gesunde Ernährung. Ab 19 Uhr geht es um feine Ölspezialitäten aus Raps, Senf und Co. Nachts nur wenig bewölkt oder klar, deswegen liegen die Tiefstwerte nur leicht über dem Gefrierpunkt. Am Mittwoch wolkig bis heiter mit oft längerem Sonnenschein. Die Temperatur steigt an bis auf Werte um 13 Grad. Der Wind weht schwach. Am Donnerstag oft dichte Wolken, aber kaum Regen. Am Freitag meist freundlicher Sonne-Wolken-Mix, dazu weitgehend trocken. Tagsüber recht mild, nachts frisch. Thank you.
Das war die Drehscheibe Lausitz vom Dienstag. Morgen gibt es einen Vorgeschmack auf die Kamenzer Messe Wir. Das Organisationsteam ist bereits im heißen Finale. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten. Tschüss, bis dahin.